Wir sind schon drin, Jungs. Ja, ich wache über euch. Ui, gut gespawnt, oder? Ne, wo sind wir denn? Ja doch, nee, wir sind super gespawnt für dein Vorhaben. Ah ja, da geht's lang. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und ja, heute mal wieder mit einer Ansage, die wichtig ist, glaube ich. Wir haben uns in diesem Video ordentlich gezofft. Und zwar war wieder mal das Thema Kommunikation in Tarkov angesagt. Ich finde es halt wichtig, dass man unterscheidet zwischen Richtungsangaben und Positionsangaben. Also wenn ich jemanden frage, wo bist du, möchte ich nicht hören, ich gehe Richtung Exit, sondern möchte ich schon eine Position hören, ja. Und auch so eine Positionsangabe wie der erste Hidden Stash mag ja gut sein, wenn man weiß, wo die die Position des ersten Hidden Stashes überhaupt ist und von welcher Richtung man eventuell kommt oder so. Ich weiß es nicht, schwer zu sagen. Ich kann mit sowas halt schlecht was anfangen. Das ist halt ein Problem bei uns immer noch so, dass wir halt schlecht kommunizieren können. Stellenweise, manchmal klappt es ganz gut, manchmal, wie in diesem Video, ist es halt extrem krass. Ich nehme mich da selber auch nicht raus. Ich habe da auch noch mein Bedarf, mich zu verbessern und so. Ja, im Endeffekt haben wir uns wieder vertragen und würde mich mal interessieren, wie ihr das so handhabt mit den Positionsangaben oder mit der Kommunikation, wo jemand ist und so weiter. Ist manchmal, glaube ich, gar nicht so einfach. Gut, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne Kommentare da, schreibt rein, wie ihr das seht, was hätte man besser machen können, wie hätte man sich ausdrücken können. Würde mich schon mal interessieren, so. Und dann, wir sehen uns. Ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi. Happen. Okay. Ja. Nee. Da ist noch einer, oder? Da ist noch einer. Ja. Drei sind es. Einer minus. Das sind die mit dem Ziel. Hab ihn. Naja, ich habe jetzt 4 von 5. Jetzt geh ich mal auf die VPO. Ja. Zieh jetzt Munition in die Musin und jetzt habe ich 5 drin. Muss ich auch wieder auswählen. Ah. Mal ganz kurz. Das ist aber cool. Ein Lifehack. Ja. Oh, wie schnell man diese Szene Magazine steckt, ne? Herrlich. Oh, hier kommt was? Na, schon wieder. Benji? Meinst du Benji mit einer Dreierweste? Ja, ganz hinten ist einer. Ich glaube nicht, ja. Von uns hat keiner eine Dreierweste an. Oh, das war mein Spieler, glaube ich. Wo ist er denn? Ja, der ganz geradeaus. Warum schießt ihr auf mich? Die Matze schießt irgendwo hin. Matze, das bin ich hier vorne. So, erst Minus. Matze hat nicht gesagt, ich wusste gar nicht. Nee, ich bin im Zelt drin. Ich was sage, habe ich ihn erschossen, weißt du? Da ich jetzt hätte auch schief gehen können. Ja. Hier war noch ein Scaff, oder? Ja, aber Matze, ich sehe in deinem Stream, nee, das, ich meine jetzt jemand anders, der war hier auf dem asphaltierten Bereich. Ach so? Ja eben, wir haben ja eine ganz andere Richtung geguckt. Genau. Aber von hinter uns hat einer geschossen, das habe ich gehört. Benji, meinst du, Benji hat eine Dreierweste an? Kann ich Benji. Mir das nicht vorstellen. Ja, das ist ein Dreier. Ach so. Ey, von meinem Lippus. Alter. Benji, du siehst mich ja hier in einem Container, ja, ne? Ja. Experte. Der ist rechts von mir oder links von dir lang gewesen. Kannst du vielleicht mal ran? Ey, hinter uns kommt was ran. Ich glaube, hinter uns habe ich was rennen gehört. Heißt, in welche Richtung guckst du das? Na, aus der wir gekommen sind. Okay, da bin ich ja. Ach so, da bist du hingerannt, okay. Da sind wir beide. Wir sind Scaff auf jeden Fall, ne? Scaff. Also, ich höre den Scaff von vorn, Alter. Ey, ihr seid doch vor uns, nicht in die Richtung, in die aus... Alter. Ich habe gesagt, in welche Richtung guckst du, da sagst du, in welche Richtung wir gekommen sind, da sagst du hinter uns. Also wir sind ich hinter sage dir, aus der Richtung, in die Richtung. Ich habe gesagt, aus der Richtung, aus der wir gekommen sind. Naja, ich kann nicht hier hören. Da guckst du hin.
Hast du gesagt? Da habe ich Schritte gehört. Ich habe das falsch verstanden. Ich habe verstanden, du guckst dahin und deswegen sehen wir hinter dir das. Ich kann nichts hören. Okay, der Skeff ist zurück. So, ich habe sie geklärt. Irgendeiner schießt auf mich. Was? Ja. Wo ist Matze jetzt? Immer noch an dem Zelt. Okay, alles klar. Pass auf, ich gehe dann zu dem Skeffi, den ich hier vorne erschossen habe, auf Verlängerung der Straße und gucke, weil hinter dem Skeff hat mich ein Spieler von Weitem getroffen. Ich gehe einfach mal gucken, ob der noch da ist oder ob er abgehauen ist, weil dem hatte ich auch 2 Schuss gegeben gehabt. Also du rennst jetzt weiter vor Richtung Skeff Camp. Genau, ich rehe weiter vor, weil ich will klären, der hatte eine richtig gute Visier, der hat mir instant, hat sich umgedreht und hat mir einen gegeben. Also wir sind Höhe Skeff Camp. Okay. Eigentlich schon dahinter. Ja, mach mal die Sache, ich guck mal hier. Zählt leider nicht. Das zählt leider nicht, schade. Jetzt hätte ich meine 2 Kills schon gehabt, aber falsche Uhrzeit. Aber Verwandtipus weiß es wenigstens zu würdigen, freue ich mich. Ja, wir haben jetzt aber kacke kommuniziert, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe gesagt, aus der Richtung, aus der wir gekommen sind. Das ist. Ja, hast du gesagt, hinter uns ist was. Aus der Richtung, wo. Und dann habe ich dich gefragt, wo guckst du hin? Und dann hast du gesagt, in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Deswegen habe ich dir gesagt, wir sind es, die hinter dir sind. Weil du in die Richtung guckst, aus der wir gekommen sind. Ja, ihr wart aber vor mir, Alter. Ihr wart an dem Container vor dem Zelt. Ihr seid weiter Richtung Skeffcamp gewesen. Na genau. Aber da seid ihr doch nicht hinter mir. Ich weiß doch aber nicht in dem Moment, wo du hinguckst, wenn du sagst, du guckst aus der Richtung, in der wir gekommen sind, dann klingt das für mich, als würdest du zurückgucken. Wenn du sagst, du guckst zurück. Ja, aber ich bin wörtlich gesehen doch hinter euch und nicht vor euch. Ja, aber wenn du sagst, hinter dir hörst, was dann. Hinter uns, habe ich gesagt, hinter uns. Ach, hinter uns? Naja, hinter uns. Ich habe hinter dir verstanden. Nee, das wäre ich gewesen. Ignorieren. Einfach ignorieren. Danke, Verwandtipus. Also der ist da. Da ist nichts mehr. Aber trotzdem nicht gut kommuniziert, das muss ich jetzt trotzdem sagen. Also von mir aus, also ich kann mich nicht besser ausdrücken. Matze. Okay, egal. Ja, ist Verwandtipus, danke. Ich danke dir jedenfalls. Oh. Was ist denn hier? Das bin ich. War der nicht tot? Ich dachte, der, den ich hier im Graben erschossen habe, der war tot. Das habe ich irgendwie jetzt nicht kapiert. Den habe ich weggemacht. Sag mal, hier bei den Leichen. Hatte irgendjemand von denen so eine Maske? Nee, ne? Was für eine Maske? Also so eine Atemschutzmaske, die brauche ich nämlich. Nee. Hast du deine Sachen schon platziert, Matze? Nee. So, du lootest hier erstmal. Ich dachte, du wärst schon drüben. Jetzt auch looten. Das war bloß ein Skeff. Ey, komisch. Ich dachte, ich dachte, dem im Graben habe ich eine gegeben. Da hat er einen Kopf nach unten gehängt. Das ist mir ein Rätsel. Ich gehe rüber platzieren. Ich platziere mal schnell und dann gucke ich nochmal hin. Wo bist du jetzt? Ich bin vorne, Richtung Exit schon. Ah, ich sehe dich, ja. Okay. Liegt direkt in meinem Busch, müssen wir gucken. Ich guck gleich nochmal.
Kommst du hier gerannt? Nee. Achso, du kommst zu mir gerannt, hast du gesagt. Ja, ja, weil Matze ist ja gleich fertig. Mhm. Ich will bloß nochmal hintergucken, ob da. Ob ich, das sah für mich aus, als hätte er sich dort zum Nickerchen hingelegt. Das muss ich jetzt wissen. Ah, geil. Ich hab's abgegeben, Jungs. Sehr gut. Und der hat da, glaube ich, auch einen hellen Helm aufgehabt, oder? Das sah aus wie so ein heller Ulach oder sowas. Ey, hier läuft das Gefahr von mir. Ich bin hier beim ersten Hidden Stash. Mhm. Tja, Frau Wandlibus, ich weiß es nicht. Ja, habe ich wahrscheinlich doch nicht. Zu doof. Habe ich ihn doch nicht umgebracht. Wo seid ihr jetzt, Jungs? Richtung Exit. Ich bin beim ersten Hidden Stash. Was ist der Hidden Stash? Alter. Habe ich gecallt. Also, wenn ich wüsste, jetzt was. Jetzt geht das schon wieder los mit dem ersten und zweiten, aber. Ich weiß nicht, was der erste Hidden Stash ist. Wenn du Richtung. Ach, Mann, ey. Wenn du Richtung. Außen rausgehst. Der erste Hidden Stash, nachdem du durch den Durchbruch kommst. Ja, Durchbruch wäre doch mal schon. Durchbruch Richtung Exit wäre mal eine Ansage gewesen. Erster Hidden Stash. Ja, und der Hidden Stash ist direkt hinterm Durchbruch. Ach ja, aber doch ohne die restlichen Informationen ist mir der Begriff erster Hidden Stash doch nichts wert. Jetzt hör doch auf, mal recht haben. Ach komm, Alter, weißt du, ich hab mal die Faxen dicker. Du mit deinen ersten und zweiten und dritten. Keine Sau weiß, wo. Sehe ich das jetzt falsch? Ist das jetzt, bin ich jetzt zu blöd oder was? Ja, siehst du, ja. Weißt du, ich mache Fehler. Ich mache viele Fehler. Und Benji macht auch viele Fehler. Aber man muss reflexionsfähig bleiben. Wenn zwei Leute dir sagen, dann musst du doch das einfach mal hinnehmen. Ja doch, aber wenn ich frage, wo seid ihr, kannst du doch sagen, Richtung Exit, am Durchbruch, da bin ich am Stash. Ich hab doch gecallt, ich bin am ersten Hidden Stash. Das ist der erste Richtung Hidden Stash. Ist gut. Komm, ist gut, ist gut. So, nein. Lass es gut sein. Ich werde nicht mehr fragen. Nee, jetzt brauchst du auch nicht beleidigt zu sein, Mensch. Ja. Wir überhaupt nicht raus, kann das sein? Hä? Wir sind. Warte mal, hä? Wir haben gar nicht geguckt, wo wir raus müssen. Aber wir sind doch davon gespawnt. Ach, das ist ja. Stimmt, das ist ja diese Idiotenkacke. Du spawnst davon und hast aber dann das Emmerkommen als Exit. Obwohl das eigentlich meiner Meinung nach viel näher ist als das hier. Oder sich zumindest nicht viel nimmt. Jo, dann gehen wir mal weiter, ne? Kraftwerk ist nicht da. Ne, müssen wir vorbei. Wir könnten zurückrennen eigentlich. Oder so. Mhm. Ja. Das wäre vielleicht günstiger, weil hier die zurück. Leute. Ich würde sagen, zurück. Mir ist egal. Schalt mal. Also, wo bist du jetzt? Achso, ich renne rechts von euch. Ja, ja, ja. Okay. So, dann treffen wir uns wieder vorne am Wasser vorne, ne? Würde ich sagen. So, wir rennen bis zum Scavcam und dann würde ich sagen, treffen wir uns nochmal und sagen dann, wie es weitergeht. Dass man dort nicht einer schon vorne ist, wenn die anderen hinterher trotteln. Vorne am Scavcam würde ich dann nochmal kurz kommunizieren. Ja, okay. Ich bin hier in der Kuhle zwischen euch beiden. Mhm. Benji ist ja schon bereits auf der Straße. Jupp. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch, dass da welche dann Richtung Zug-Exit laufen, vom Idea rauskommen und dann von hier hinten. Kann auch sein, aber nicht so wahrscheinlich, würde ich vermuten. Ja, von beiden Seiten kommen die Leute raus, aber egal. Der Nachteil dieser Richtung ist, dass wir halt nichts mehr looten können, weil wir schon alles bereits geguckt haben. Aber es nimmt sich nichts, ist egal. Es ist selten. Ist was,
so gestritten wie in einem Spiel wie in Tarkov. Naja, alles gut. Wir sind ja alle nicht nachtragend, das ist ja das Schöne. Denkst du? Denkst du? Du hast die Rechnung ohne Benji gemacht. Quatsch, war ein Spaß. Okay, dann spreche ich für mich. Ich bin nicht nachtragend. Nee, es war ein Spaß. Nee, ich auch nicht. Fehlt mir die Zeit dazu. Ich bin ca. 100 Meter hinter euch. Okay. Wir sind ca. 100 Meter vor dir. Aber so haben wir jetzt bisschen Dings gelevelt. Endurance. Das ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer herzlichen Essen noch, die ich ihn überhaupt noch nie erlebt. Das freut mich, das hört man gern. Danke fürs Bit. Bitte ein Bit. Bitte ein Bit. Das hätte auch mein Slogan sein können. Oder hat's mir diese komische Bierfirma hat mir den Slogan geklaut. Keine Skeps, naja gut, okay. Gleich haben wir einen Exit-Camper jetzt, wenn wir Glück haben. Er schießt nämlich über dem Haufen, da seid ihr gewarnt. Ich bin gleich neben dir. Ja, gleich schon wieder. Oh, Alter, ey, das gibt's doch gar nicht. Ey, ich rede noch davon, dass ein Exit-Camper wird. Das ich kannst du dir nicht ausdenken. Au! Oh, ich bin auch tot. Echt? Ich bin auch tot. Auf einmal ganz woanders. Ach so. Was für ein Arsch. Von der Straße her. Ach doch, das war nur doch der. Guck mal, Verwandlibus. Das war doch nur der eine. Vor allen Dingen heißt er auch noch Emmacon 7. Emmacon Trap heißt meiner. Das waren zwei Arschkrempen. Sinnlos. Richtig, Motherfucker. Ja, da hocken. So, genau, den soll der Schwanz abfallen. Vor allem, ich sag das noch, ne?